Außerdem habe ich mit Shami noch nicht wirklich Erfahrung im PvP. Jetzt sag nicht einfach raus. Halt sammeln unter ernsten Bedingungen. Ja, im BG, aber nicht hier. BGs wurden gestrichen. Gibt keine mehr. Ja, ach nee. Gibt's Essen? Also, weiß nicht, aber kann man außerhalb der Season BGs gehen? Bestimmt. Ja, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Du kriegst halt dann oder so. Ja, genau. Punkte. Ungewertete kannst du gegen Gewertete eben erst ab. Ja. Gibt's erst ab Mitte Dezember, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Na gut. Haben sie aber immer gemacht, dass das auch später kommt. Aber nicht die, das ist echt lang diesmal. Das war meistens so ein, zwei Wochen und dann war die Season aber auch. Ja. So wie mit den Raids eigentlich. Mein Bruder hat sich richtig aufgeregt, weil er macht ja PvP. Weil das ja voll kacke ist. Und das ist ja, du hast ja dann erstmal nur das Leveln und danach ist ja dann gar nichts. Nee, du erst gerade Raid erstmal zwei Wochen warten. Ja. Ja, zumal wenn du nur PvP spielen willst, dann... Ja gut, der geht auch Raiden, so ist ja nicht, aber... Ja, aber wenn du jetzt wirklich ein Spieler bist, der nur PvP spielt... Ja, dann kannst du es vergessen. Viel Spaß, ja. Zumindest halt hauptsächlich oder viel PvP spielt, ja. No. Das ist halt traurig, dass du im Prinzip eigentlich dann noch über einen Monat warten darfst. No. Vom eigentlichen Release ausgegangen. Zahlst den ganzen Monat und... bringt dir gar nichts. Ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, also... Das ist ja dann wirklich nur ein Wertegebumse, also... Ist ja kein Content hinter. Nö. Der ist ja von da, das geht ja echt nur darum, dass dann die gewerteten Schlachtfelder freigeschaltet werden. Ja, und vielleicht wegen den Rüstungen, dass du da eben nicht im PvP die Rüstung holen kannst für die... Raids am Anfang. Für die World First Kills. Ja, das kann gut sein, ja. Das ist ja, da wahrscheinlich wieder. Aber die werden ja sowieso innerhalb von einer Woche gemacht, also no. Da brauchst du ja dann nicht drei, vier Wochen warten. Wir werden es sehen. könnte auch länger dauern, kommt drauf an, wie krass die Bosse sind, ne? Genau. Was man so gesehen hat, schon bei Buffed und dergleichen, sah es nicht so übermächtig aus, ehrlich gesagt. Oh, eine Truhe. Denkt man ja relativ oft, aber... Ja, aber so eine Top-Gilde, die macht halt die kaputt. Die Top-Gilde, die chillt sich da. Wenn die Buffed-Leute das schaffen, ich bitte dich. Ja. Das soll jetzt hier kein Flame gegen die sein, aber... ne, also... Ja. Lass mich in Ruhe, du Scheiß-Elefant. Ich hab sie noch stärker gemacht. Was, die Buffed-Leute oder... Die Buffed-Leute, die haben sie nochmal gebufft. Mann, lass mich in Ruhe, du Kackwasserelementar. Hallo. Hallo. Mann, was kann ich denn dafür? Kack, Mann! Weil diese scheiß Mages, ja. Ja, die lassen ihre Pets nicht in den Griff haben. Ja. Wo ist denn der Polierte-Kristall? Was? Wo soll ich denn da hin? Nee, das ist Vorkommen, da brauche ich gar nicht lang. Und da oben ist eine Quest. Ja, dann muss ich da wohl hin. Oh mein Gott. Sag mal. Danke. Jetzt hast du aber Party hier. Ja. Es sind sehr viele Alis hier, sagen wir es mal so. Die mögen mich alle. Sind meine Freunde. Du hast doch gar keine Freunde. Auf Ali Seite habe ich Freunde. Weil wo du sagst, du bist ja schon mal nicht mein Freund, das wissen wir ja. Was ist das wieder? Das ist alles wieder so lila, beziehungsweise so pink, Das ist blau. Das ich bei PC schon nicht. Das ist nein, ich meine, diese Kristalle, die da draußen in der Hauswand waren pink. Das ist auch pink. Das ist lila. Da ist ein pinker Kristall! Ging mir bei PC schon immer so auf den Sack, Da muss ich noch was. Der pink Gedöns, ja. Das sah mal total scheiße aus. Gedöns! Bad shit in den Diamano gedöns!
Ich kann das nicht mehr. 6.000 Jahre auf. Ich weiß nicht, wer sie ist. So, den Rest kennt er, oder wenn nicht, guckt er woanders. Ich meine, keine Schleichwerbung. Das doch, für die Jungs können wir Schleichwerbung machen, selbst weil... ich meine, wir sind ja eh nicht Fame und... ja. Aber die haben es wirklich verdient, dass sich das jemand anguckt. Ja. Das also ist Game One, Leute. Gucken. Game One. Ja. Und Center prügelt sich einfach mal mit ihrem Haar. Sag mal. Definitiv gucken. Mouse Over funktionieren also, teilweise jetzt, nicht. Mann! Einen Anime zur Bayonetta. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, den hat auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, Universum-Film schon für Deutschland lizenziert. Oh, cool. Ist natürlich genauso abgespaced und krank wie das Spiel selbst. Ja, war ja zu erwarten, oder? Aber sah vom Trailer her eigentlich ziemlich geil aus. Das ist wahrscheinlich lustiges Popcorn-Anime. Also für alle, die sich für Anime interessieren und für Bayonetta. Ja, ja, einfach mal anschauen, ne? Einfach mal einschalten, ne? Einfach mal einschalten. Mann. Jetzt geht das wieder los, dass wir irgendwelche Sachen referenzieren die ganze Zeit, ne? Das geht mir eigentlich auf den Sack, dass wir das tun. Das geht gar nicht, ne? Dann lass es. Nee, das ist eigentlich die ganze Zeit immer nur imitieren. Ja. Das ist eigentlich furchtbar. Aber, naja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch lustig, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Melanies Puppe. Da, Vogel. Nein. Vogel. Ich will den Vogel nicht haben. Mach den Vogel. Oh, Max Boon, lass mir mein Herz da, böse. Machst du Vogel? Ich fiel mir nicht Max Boon, sondern Mac Boon. Du bist du hinten die Stimme. Nee, kommst nicht in Recall, tut mir leid. Ja. Weißt du, kein Foto für mich? Nein. Jetzt haben wir schon wieder was referenziert, ne? Ja, haben wir. Mann. Wir können das auch nicht lassen. Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier referenziert man einfach andere Sachen. Referenzieren jetzt zu sagen, das wäre das noch eindeutiger. Ja. Eine Flügelwache der Jünger. Hier in der Bibel gelandet, oder was? Ja. Ja. Wo ist dann Jesus? Jesus! Er ist auf dem Wasser. Na, schon. Der ist ein bisschen dümpeln. Der ist hinten beim Schiff. Das gerade untergegangen ist. Ja. Mit dem Schiff, ja. Mit der Arche Noah, ne? Er ist mal abgesoffen einfach. Ja. Dachte sich so, Schieskowski, Leute, war nett hier, nee, und haut da. Tschüss! Pussy. Was? Wir hören auf mit dem Let's Play? Nein, weil alle tschüss. Ja, die Abmoderation. So. Tschüss, Leute, tschüss. Oh. Ich würde sagen, TeamViewer hat uns zugehört. Ich würde sagen, Hinnerk hat die Scheiße einfach ausgemacht. Nein. Nein, das macht TeamViewer selber. Ach so. Wir unterbrechen kurz für eine technische Panne. Ja.